Zum dritten Mal schon findet jetzt also die Mini-WM statt. Zum ersten Mal allerdings wird im grossen Staaten Swiss Wankdorf geshootet. Shooten die Jungs mit Jahrgang 94 und 95 und trainiert werden sie von IB-Spielern von der ersten Mannschaft. Carlos Varela zum Beispiel, den kennen wir ja als Spieler auf dem Platz. Heute wollen wir schauen, wie sich der Carlos Varela als Trainer an der Seitenlinie macht. Und wir probieren da gerade ein bisschen reinzuhören. Carlos, wie werdet ihr heute spielen? Offensivspektakel? Offensivspektakel. Vollangriff. Janik, vorne einfach. Also, wir haben nur zwei Verteidiger, gell? Ja. Das heißt, spielst du und machst. Bleibst immer in die Mitte, bis vorne, bis hinten. This here's a champ for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by you wish you could... Schön, Andreas. Wie ist der Carlos Varela oder Davide Chiumiento als Trainer? Jetzt der Carlos, wie erlebst du ihn so? Nett, ja. Finden sie noch gut. Funk so, brother. Carlos, unentschieden im ersten Spiel und jetzt ein 0-3 gegen Frankreich. Wie ist das Ziel mit dem Finale? Liegt es noch drin? Ja, ich glaube, mit 7 Punkten haben wir noch Chance. Aber wie ich sage, gibt es keine Jungen, die schon über das Finale am Reden sind. Sie wollen einfach spielen. Und wir sehen, dass sie nicht einmal enttäuscht sind, wenn sie verlieren. Weil sie wollen einfach miteinander Pass spielen und Goal schießen. Super gespielt und wir haben Pech gehabt, wir haben gesehen, aber ich sage, ich spiele hier noch mit dem Sieg alles möglich. Und wenn nicht, dann fahren wir das letzte Mal gewonnen können. Und machen wir jetzt 3 Wechsel. Der Yannick, Joel und Jeremia spielen die 3 in die Mitte für Cataldo, Kane und Dominik. Get out. Wow, grande! Goxi, Alessandro! Heiß. Okay, Margasi ist ein Gol. Goxi, Miguel, muss ich den Tisch sehen? Goxi. Guckse, Jungs. Guckse. Wir träumen davon. Spanien, Mini-Weltmeister im Stade Suisse. Carlos, an was ist es gelegen? Wir sind ein bisschen enttäuscht, weil sie haben können sehen, sie haben gut super gespielt, ein bisschen Pech. Aber wie ich sage, wichtig heute ist Freude. Und ich habe gesehen, bei den Jungs, sie haben Freude gehabt. Und das ist, was am schönsten geht im Fußball. Und das ab und zu vergessen wir das, aber sie haben Freude gehabt. Wird man den Carlos Varela irgendwann mal als Trainer gesehen? Nach den Erfahrungen, die du heute gemacht hast? Also ich habe schon angefangen mit C-Diplom. Habe ich schon ein Jahr mit Junior erleben, oder? Mit den Jungs. Und das ist sehr interessant. Also ich will sicher nicht Trainer, Profi-Trainer werden, aber mit Jungen kann ich mir schon vorstellen. Und jetzt habe ich angefangen. Und wenn du so einen Tag kannst machen kannst, ist noch mehr Freude. Also heute hat es ein bisschen gekappert mit der Chance. Es werde viel Goal, hat man nicht geschossen. Vielleicht ein gutes Zeichen, dass der Carlos Varela gegen FC Thun umso mehr Goal schießt.